Als Nächster hat das Wort von der AfD der Kollege Bernd Vohl. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Der Antrag der FDP zielt auf verschiedene Bereiche der Gentechnik und auch auf die Impfstoffproduktion ab. Daher sollten wir diesen Antrag differenziert betrachten. Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass auch wir, die AfD-Fraktion, die Umstellung des ehemaligen Novartis-Werks in Marburg und die Produktion von zusätzlichen Impfstoffen in Hessen ausdrücklich begrüßen. Auch begrüßen wir, dass die Firma Sanofi BioNTech unterstützen wird und 125 Millionen Dosen dort abfüllen wird. Und diese 125 Millionen Dosen sind dann auch für die EU bestimmt. Die Verfahren zur Genehmigung der Anlage in Marburg sowie der Produktion des Impfstoffes sind abgeschlossen. Das BioNTech-Werk hat letzte Woche nun auch die arzneimittelrechtliche Erlaubnis erhalten, um den in Marburg hergestellten Impfstoff in der Europäischen Union vermarkten zu können. Was fehlt, ist noch die Genehmigung der EU-Arzneimittelagentur EMA. Aber dieses wird auch als Formalie angesehen, so ein Sprecher des Regierungspräsidiums in Darmstadt. Dies alles ist wirklich in Rekordzeit geschehen. Aber auch Formalien müssen in der aktuellen Situation eingehalten werden. Ja, der Impfstoff ist knapp in der Pandemie. Das liegt aber nicht nur an der Produktion und den damit verbundenen Genehmigungsverfahren. Ein großer Teil der Wahrheit ist auch das Versagen der Bundesregierung und der EU bei der Beschaffung des Impfstoffes. Es wurde nicht in ausreichenden Mengen und dann auch viel, viel zu spät bestellt. Dass es bei dieser desaströsen Bestellpolitik der Bundesregierung und der EU zu einer Unterversorgung der deutschen Bevölkerung kommen musste, ist nicht verwunderlich. Diese Politik der Bundesregierung unter Frau Merkel hat das aktuelle Chaos bei den Impfungen maßgeblich verursacht. Die FDP aber möchte jetzt die Pandemie nutzen, um die Zulassungsverfahren und die rechtlichen Vorschriften infrage zu stellen. Doch die aktuelle Situation dafür nutzen zu wollen, bestehende Vorschriften außer Kraft zu setzen, ist absolut unangemessen. Eine vorrangige Bearbeitung der Zulassung durch die zuständigen Behörden im Bereich Impfstoffe hingegen ist sinnvoll, allerdings immer nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Eine so beschleunigte Genehmigung von Seiten der Behörden kann dann zu einer schnelleren Produktion führen. Es kann aber nicht sein, dass hierfür gesetzliche Regelungen, die dem Schutze der Bürger dienen, abgeschafft oder aufgeweicht werden. Sie wurden mit gutem Grund aufgestellt und müssen auch jetzt und in Zukunft eingehalten werden. Die FDP lässt in ihrem Antrag völlig außer Acht, warum es die entsprechenden Gesetze und Zulassungsverfahren gibt. Ich nenne hier nur einmal die Stichworte Contagan oder die Schlafkrankheit nach der Schweinegrippeimpfung 2009. Wir haben es ja bei dem Corona-Impfstoff bereits mit einem deutlich verkürzten Teleskop-Zulassungsverfahren zu tun. Studien dauern sonst in der Regel mehrere Jahre, um Langzeitfolgen erfassen zu können. Die findet man, wie das Wort schon sagt, erst nach langer Zeit. Diese Langzeitfolgen sind bei dem Impfstoff gegen Corona aktuell noch nicht absehbar. Daher sollten Verfahrensänderungen, die auch im Hinblick auf andere langfristige Folgen gründlich, und ich sage gründlich, überlegt werden. Das Nächste, was in dem vorliegenden Antrag vermischt wird, ist die rote und grüne Gentechnik. Die rote Gentechnik, also die im medizinischen Bereich, ist mittlerweile weithin akzeptiert.
Wer die Zivilisationskrankheit Diabetes hat, sieht Gentechnik plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive. Wir sollten jedoch die Corona-Impfung nicht zum Anlass nehmen, die grüne Gentechnik, also die Gentechnik für veränderte Pflanzen, für gentechnisch manipulierten Mais, Weizen usw., so nicht zum Anlass nehmen, diese grüne Gentechnik gleichzeitig auch von allen Auflagen befreien. Diese Diskussion können wir gerne zu einer anderen Zeit führen, aber nicht unter dem Deckmantel Corona, um dort dann alle Auflagen abzuschaffen. Wir können Ihnen allerdings zustimmen, dass das Gentechnikgesetz reformiert und kontinuierlich auf dem Stand von Wissenschaft und Forschung, diesem Stand von Wissenschaft und Forschung angepasst werden sollte. Der Fortschritt im Bereich Gentechnik ist enorm. Ich denke da beispielsweise an die Genschere. Da aber die meisten Parlamentarier nicht vom Fach sind, sollten wir dazu Fachleute in den Ausschüssen anhören, bevor wir Entscheidungen treffen, die langfristige Folgen haben werden. Generell und insbesondere bei der Gentechnik gilt, Sicherheit geht vor Geschwindigkeit. Das bedeutet nicht, dass man die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich nicht fördern sollte. Doch die Diskussion um Impfstoffe und wer sie liefert, zeigt uns, dass auch in Europa manche Länder sich selbst doch immer noch am nächsten sind. Wenn die EU die Forschung und Entwicklung fördert, sollte diese Förderung auch an Bedingungen geknüpft werden, damit im Anschluss daran alle Länder der EU auch vorrangig davon profitieren können. Lassen Sie mich nun zum Fazit meiner Rede kommen. Für die Zulassung von Impfstoff und den Produktionsstätten ist eine bessere Koordination auf allen Ebenen notwendig, ebenso wie die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der EU-Arzneimittelagentur EMA und allen zuständigen staatlichen Behörden. Aber auf keinen Fall eine Herabsetzung der Vorschriften und Sicherheitsstandards in diesem hochsensiblen Bereich. Daher lehnen wir, die AfD-Fraktion, diesen Antrag ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes Frau Kollegin Feldmeier. Und Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, nur so viel zur AfD. Es war schon interessant, gerade zu hören, dass die AfD sich darüber beklagt, dass zu wenig Impfstoff vorhanden ist. Und vor ein paar Wochen, und gestern haben wir es ja auch wieder gehört, erklären Sie etwas davon, dass das Impfen ein Feldversuch sei. Und wohlgemerkt, Sie wollen jetzt dafür sorgen, dass Impfstoff für die deutsche Bevölkerung da ist. Also das spricht für sich. Ja, mehr will ich dazu auch nicht verlieren zur AfD. Ich glaube, das reicht. Die Rede spricht für sich selbst bzw. gegen sich. Ich komme zur FDP. Der Antrag der FDP trägt den Titel Ja zur Gentechnik im Innovationsland Hessen. Also das Lob mit dem Innovationsland, das nehmen wir gerne mit, Herr Naas. Also vielen, vielen Dank dafür. Was aber gar nicht so innovativ ist, muss ich sagen, ist Ihr Antrag. Den haben Sie gerade mal bei der FDP-Bundestagsfraktion abgekupfert, die genauso einen Feldzug für die Gentechnik führt, so wie Sie hier. Also das haben Sie schön abgekupfert. Und innovativ an der Sache ist also gar nichts, was Sie hier vorgebracht haben. Und das dann als Setzpunkt zu nehmen, Herr Naas, na ja, also ich glaube, da müssen Sie sich noch einmal beraten lassen. Ja, und die FDP versucht jetzt im Zuge der Corona-Pandemie mal schnell das EU-Gentechnikrecht zu schleifen, mit der Begründung, dass gentechnologische Verfahren bei den neuen Impfstoffen eingesetzt werden. Also, Herr Naas, ich glaube ja, Sie wissen es tatsächlich besser, aber was Sie davon sich gegeben haben, das ist abenteuerlich. Alles in einen Topf zu schmeißen, rote und grüne Gentechnik, wem wollen Sie diesen Bären eigentlich aufbinden?
Ja, sag mal, es könnte witzig sein, und wir könnten hier eine muntere Debatte haben, wenn wir nicht eine Corona-Pandemie hätten. Also von daher finde ich, sollte man auch verantwortungsvoll in der Debatte mit solchen Begriffen und mit solchen Dingen umgehen, weil die Bürgerinnen und Bürger, die schauen schon auf solche Debatten. Und ich glaube, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger sollten wir mit solchen unwissenschaftlichen Kommentaren wie von Ihnen nicht verspielen. Tatsache ist doch, die Entwicklung von Impfstoffen ist in unglaublicher kurzer Zeit, und nicht nur ein Impfstoff, ist in unglaublich kurzer Zeit gelungen. Und das ist wirklich eine herausragende Leistung, über die wir uns alle freuen können. Und mit der angelaufenen Impfkampagne können wir zuversichtlich sein, dass wir uns Schritt für Schritt aus der Pandemie bewegen. Und das ist Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Unternehmertum zu verdanken, dass wir jetzt Licht am Ende des Tunnels sehen. Das ist wirklich eine herausragende Leistung. Der Impfstoff ist derzeit noch knapp. Darüber haben wir schon debattiert. Und auf dem Impfgipfel haben die Hersteller noch einmal deutlich gemacht, an was es hapert. Und ich habe mir das Interview angeschaut des Geschäftsführers von BioNTech, Herrn Schein. Er hat nicht gesagt, wir müssen jetzt mal das EU-Gentechnikrecht irgendwie schleifen oder wir brauchen vereinfachte Verfahren. Er hat dargelegt, dass es Lieferketten gibt, die schwierig sind, die zu bedienen sind, dass es an Rohstoffen mangelt. Aber er hat keineswegs das von sich gegeben, was Herr Naas hier von sich gegeben hat. Und ich glaube, das sollten wir an dieser Stelle auch mal zur Kenntnis nehmen. Ja, und auch die Produktionsstätten müssen genehmigt werden. Das ist ganz klar nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Aber es muss auch das Arzneimittelgesetz beachtet werden. Und warum muss das genehmigt werden? Ja, es geht natürlich um Vorsichtsmaßnahmen. Es geht um Sicherheit. Es geht um Sicherheit bei Medikamenten. Und es geht darum, dass gefährliche Substanzen bei der Produktion in die Umwelt gelangen können. All das wollen wir vermeiden. Trotzdem wollen wir, dass der Impfstoff, dass die Produktionsstätte schnell in Betrieb genommen werden kann. Und es ist wirklich in unglaublich kurzer Zeit gelungen, in nur 6 Wochen, dass die Produktionsstätte in Marburg in Betrieb genommen werden konnte, die Genehmigung erteilt werden konnte, innerhalb von 6 Wochen. Also deswegen weiß ich nicht, Herr Naas, worauf Sie hinaus wollen. 6 Wochen. Da haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regierungspräsidiums wirklich ins Zeug gelegt. Die haben Tag und Nacht gearbeitet, dass das möglich ist, weil wir in der Pandemie sind. Das ist möglich gewesen. Aber jetzt mal alles über Bord zu werfen, hoppla die hopp, alle Standards zu schleifen, das Bundesemissionsschutzgesetz infrage zu stellen, da was zu ändern ganz schnell, das sehen wir nicht, weil es geht einfach bei Impfstoffen, es geht bei Arzneimitteln um Sicherheit. Und das können wir nicht ignorieren, meine Damen und Herren. Bei der Produktionsstätte hatten wir den großen Vorteil, dass es ja schon einmal eine Produktionsstätte gewesen ist. Deswegen ist es da auch schneller gegangen. Ja? Muss man an der Stelle auch noch einmal sagen. Und deswegen konnte dann auch auf die Öffentlichkeitsbeteiligung verzichtet werden. Also das Land Hessen hat alle Optionen, die das Land Hessen hat, genutzt, damit innerhalb kürzester Zeit diese Produktionsstätte genehmigt werden konnte. Und wir bitten darum, dass die Landesregierung das auch tut bei dem Unternehmen Sanofi, das BioNTech unterstützen wird. Meine Damen und Herren, die FDP bringt hier Anträge in den Landtag ein und tut tatsächlich so, als ob die Gentechnik auf dem Acker etwas mit Gentechnik in Forschung und Medizin zu tun hätte. Herr Krumbach hat darauf hingewiesen, Herr Felstehausen hat darauf hingewiesen, alle haben darauf hingewiesen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Rote Gentechnik, grüne Gentechnik, weiße Gentechnik. Wenn man das alles auf einen Haufen schmeißt und hier Verwirrung stiften will, das ist wirklich nicht sachgerecht, Herr Naas. Bei der Herstellung von Insulin oder den Covid-19-Impfstoffen wird Gentechnik in geschlossenen Systemen angewandt. Bei der Agrogentechnik geht es um etwas völlig anderes, nämlich um die Freisetzung von vermehrungsfähigen, gentechnisch veränderten Lebewesen in der Umwelt. Das sind völlig andere Dinge. Und ich glaube, Sie wissen das auch. Sie wissen das auch. Ja, und wie gesagt,
jetzt die Regulierung der Gentechnik aufzuheben, das bringt überhaupt nichts, selbst wenn man das wollte. Wir wollen es nicht. Und Sie würden die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher, was das Thema grüne Gentechnik einschränkt, komplett einschränken. Die Verbraucherinnen und Verbraucher, das hört man immer wieder, die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen keine gentechnisch veränderten Organismen auf ihrem Teller haben. Das wollen sie nicht. Und deswegen sind wir auch in Hessen dem europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen beigetreten. Das ist ganz wichtig. Und ich sage Ihnen mal eins. Wir fördern hier in Hessen den Ökolandbau. Ökolandbau könnte nicht mehr betrieben werden, wenn die Standards bei der Gentechnik geschleift werden würden. Die Biobäuerinnen und Biobauern müssten zeigen, dass ihre Produkte gentechnikfrei sind. Das müssten sie selber dann beweisen. Wie soll das denn funktionieren? Das wäre überhaupt nicht mehr möglich. Damit würden sie die Existenz aller Ökolandwirtinnen und aller Ökolandwirten aufs Spiel setzen, und das wollen wir nicht. Also das Vorsorgeprinzip mal komplett über Bord werfen im Zuge der Corona-Pandemie. Also, Herr Naas, das sollte nicht unsere Intention sein und auch nicht Ihre. Ich hoffe, wir sind uns einig, dass es uns allen darum geht, dass möglichst schnell Impfstoffe produziert werden können. Dass wir da eigentlich alle an einem Strang ziehen sollten, sollte auch eine Selbstverständlichkeit sein. Und bitte sachgerecht in die Debatte gehen, weil es geht um etwas Ernstes. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Klamauk, den wir hier veranstalten, sondern es ist ein ernstes Thema. Deswegen meine Bitte an die FDP, widmen Sie sich diesem Thema ernsthaft und machen Sie hier keinen Klamauk, so wie Sie es aufgeführt haben, Herr Naas. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich sagen wollte. Der Unterschied von roter und grüner Gentechnik, das muss in der Debatte beachtet werden. Und wir sind schnell mit 6 Wochen Genehmigung für die Produktionsstätte in Marburg. Wir unterstützen die Landesregierung, das auch zu tun, bei Sanofi als Zuliefererbetrieb, als Unterstützung für BioNTech. Und wir werden nicht aus dem europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen austreten. Übrigens, Rheinland-Pfalz ist auch diesem Netzwerk schon lange beigetreten, also mal an die Adresse der FDP. Vielleicht können Sie da mal mit den Kolleginnen und Kollegen reden. Also, es ist nichts Schlimmes, sondern es ist was Gutes. Es ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher gut, es ist für die Landwirtschaft gut. Und gleichzeitig ist es möglich, auch Impfstoff zu produzieren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin. Die Staatsministerin steht schon auf dem Sprung, vor dem Sprung. Und sie hat dann auch gleich das Wort. Verehrte Frau Kollegin Hinz, bitte schön. Herr Präsident! Meine Damen und Herren, es ist ein großer Erfolg von Forscherinnen und Forschern und auch von Unternehmen, dass es bereits ein Jahr nach Beginn der Pandemie mehrere Impfstoffe gibt, 3 in Europa, die zugelassen sind. Und natürlich ist es der Kreativität von ForscherInnen und auch von Unternehmen und deren Unternehmergeist zu danken. Keine Frage. Darauf bauen wir ja, und das finden wir auch gut, dass es das gibt. Das fördern wir ja auch. Aber selbst letzten Sommer war es noch nicht einmal absehbar, welcher der Impfstoffe sich durchsetzen wird, wer am Ende eine EU-Zulassung erhalten wird, als Erstes, als Zweites, als Drittes. Und überhaupt, dass es so schnell gehen wird. Ich kann mich erinnern, letzten Sommer haben wir noch diskutiert, uns darüber unterhalten, dass es eventuell Ende 2021 werden wird, bis es einen Impfstoff gibt. Und gerade in Hessen, wir haben jetzt einen starken Anteil daran, dass auch die Menge der Produktion des Impfstoffes größer wird. Die Anlage zur Impfstoffproduktion von BioNTech in Marburg, es wurde jetzt schon mehrfach betont, ist innerhalb von 6 Wochen genehmigt worden. Schon am 15. Januar gab es von den hessischen Behörden die Genehmigung zum Betrieb. Am 7. Dezember wurde der Antrag eingereicht. Am 18. Dezember, 11 Tage danach, gab es schon die Zulassung zum vorzeitigen Beginn. Das heißt, die Bauenmaßnahmen konnten schon
begonnen werden, obwohl es noch überhaupt keine endgültige Genehmigung gab. Auch hier waren wir schnell. Auch das ist möglich mit dem geltenden Recht. Und lediglich drei Wochen, nachdem der Impfstoff am 21. Dezember überhaupt erstmals zugelassen war, konnte dann auch schon die endgültige Genehmigung gegeben werden. Also, ich weiß nicht, warum die FDP meint, dass wir noch schneller werden müssen, dass irgendetwas behindert worden wäre oder dass es Hinderungsgründe gäbe. Es ist möglich, ganz schnell zu sein. Das haben die Behörden in Hessen gezeigt. Und ich freue mich auch sehr, dass jetzt Sanofi die Firma BioNTech in seinem Frankfurter Werk bei der Impfstoffproduktion durch eine Abfüllanlage unterstützen will. Aus Hessen wird also noch mehr Impfstoff kommen. Und die Unterstützung durch Sanofi die wird zwar nach jetzigem Stand keine Genehmigung nach dem Emissionsschutzgesetz brauchen, aber natürlich eine Herstellererlaubnis nach Arzneimittelgesetz. Und da komme ich jetzt dann mal zu den Genehmigungsverfahren. Das ist nämlich nicht trivial. Es bedarf einer Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz und einer Herstellungserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Und da es sich bei dem Impfstoff um sterile Arzneimittel handelt, die unter keimfreien Bedingungen produziert werden müssen, sind natürlich die Anforderungen auch besonders hoch. Aber das ist doch auch klar. Wir wollen doch auch gute Impfstoffe haben. Und das ist nicht dafür gemacht, damit Behörden beschäftigt sind, sondern das ist dafür gemacht, dass es den Schutz der Verbraucherinnen und der Verbraucher gibt beim Impfen. Dafür ist es gemacht. Und jetzt so zu tun, als könnte man das alles mal schleifen, ja, das Gentechnikgesetz, das Bundesemissionsschutzgesetz, am Ende noch das Arzneimittelzulassungsgesetz, das würde bedeuten, dass es Wasser auf die Mühlen derer gibt, die eh schon sagen, das ist alles nicht koscher mit dem Impfstoff. Wer weiß, ob das überhaupt in den Studien richtig überprüft wurde. Wir wollen doch, dass die Leute Vertrauen haben in den Impfstoff, dass sie sich impfen lassen. Und dafür sind solche Verfahren auch gemacht. Und ich will Ihnen noch eins sagen. In Hessen haben wir in den letzten 10 Jahren 32 Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln geführt, normale Arzneimittel und Impfstoffe. Die Genehmigungserteilung, also für die gesamte Verfahrenslaufzeit bis zur Genehmigungserteilung, hat es im Schnitt 7 Monate gedauert. 7 Monate, meine Damen und Herren. Das ist kein Wert, über den wir weinen müssen, wo man sagen muss, das ist ja alles ganz furchtbar. 7 Monate für komplexe Verfahren kann sich in Hessen sehen lassen, meine Damen und Herren von der FDP. Und im Moment gibt es doch eher ganz praktische Probleme, was die Ausweitung der Impfproduktion angeht. Es fehlt an Apparaturen, weil die nicht einfach schnittmustermäßig vorhanden sind. Die müssen teilweise umgebaut werden, müssen beschafft werden. Die Lieferketten stehen nicht alle so, weil so schnell so viel Impfstoff zu produzieren, hat ja keiner gedacht vor 1,5 Jahren, dass man das braucht. Es fehlen teilweise die Lipiden für die Impfstoffherstellung. Also fragen Sie doch einmal die Leute, die jetzt die Impfstoffe herstellen wollen. An Fachpersonal fehlt es Ihnen. Das sind doch die eigentlichen Hemmnisse und nicht die Frage der roten Gentechnik. Also wissen Sie, in Hessen haben wir mehrere hundert Anlagen, die mit Gentechnik produzieren, in geschlossenen Systemen. Das ist der Punkt. Da gibt es in Hessen kein Problem, weder mit Grünen noch mit anderen Parteien, nehme ich an. Also hören Sie doch auf mit Ihren komischen Schuldzuweisungen. Das ist doch alles Klamauk, den Sie hier vollführen. Frau Hinz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Nein, Herr Naas hat schon genug zu Entschuldigung, Frau Hinz, ich hatte gerade eine Frage gestellt und ich werde ungern von Ihnen
Entschuldigung. Vielen Dank. Ja, deshalb noch einmal ganz entspannt. Lassen Sie eine Frage des Kollegen Rock zu. Nein, danke. Vielen Dank. Sie haben das Wort. Es ist auch stark. Das ist auch stark, dass gleich an drei Hochschulen in Hessen, nämlich in Frankfurt, Marburg und Gießen, auf Spitzenniveau daran gearbeitet wird, dass Corona-Patienten besser versorgt werden können, dass das Virus besser verstanden werden kann, dass wirksame Impfstoffe auch künftig entwickelt werden können. Und auch hier spielt Gentechnik natürlich eine besondere Rolle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein spannendes Thema, und es ist 13.38 Uhr. Und deshalb sind wir jetzt entspannt und hören bitte der Ministerin zu. Bitte schön, Frau Hinz. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Chance, die diese Technologien für die Bekämpfung von Corona und auch anderen Erkrankungen bietet, wird in Hessen mindestens genauso engagiert genutzt wie an anderen Forschungsstandorten in Deutschland. Da brauchen wir von der FDP nun wirklich keine Nachhilfe. Und wenn Sie jetzt den Einsatz von roter Gentechnik in geschlossenen Systemen zur Medikamentenherstellung auf eine Stufe stellen wollen mit der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen, dann wollen Sie uns anscheinend irgendwie für dumm verkaufen. Also, ich verstehe nicht, wie Sie überhaupt auf die Idee kommen, dass man das in einen Topf werfen kann. Es gibt nach wie vor 31% der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Gentechnik in der Landwirtschaft ablehnen. Es gibt ja auch erwiesenermaßen genügend Nachteile. Das alles können Sie in vielen Berichten nachlesen, auch vom Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestages. Und weil wir das genauso sehen und weil wir das ernst nehmen, was die Verbraucherinnen und Verbraucher auch in Hessen wollen, sind wir dem Netzwerk für gentechnikfreie Regionen beigetreten. Es geht also um die Frage, wie wir in Hessen ohne den Anbau gentechnisch veränderter Mikroorganismen und Organismen, wie wir das hier schaffen. Und vor allen Dingen geht es auch um die klare Kennzeichnung von Lebensmitteln. Und es ist nicht nur so, dass Rheinland-Pfalz Mitglied in diesem Netzwerk ist, sondern es ist ja auch so, dass BioNTech erstaunlicherweise in Rheinland-Pfalz trotzdem ihren Impfstoff finden, erforschen und entwickeln konnte. Erstaunlicherweise. Also, da sehen Sie doch, dass sich das überhaupt nicht tangiert, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Das sollte eigentlich auch Ihnen verständlich sein. Meine Damen und Herren, also, wir haben Spitzenforschung in hessischen Laboren, wird auch unterstützt, zum Beispiel der Löwe. Standort in Marburg mit 18 Millionen € seit 2017. Dass Hessen ein guter Standort für die Pharmaindustrie und für die Medikamentenherstellung ist, zeigen die jüngsten Entscheidungen von BioNTech und Sanofi. Und wir sind erfolgreich, ein erfolgreicher Standort, und es gibt erfolgreiche Pharmaunternehmen in Hessen. Dabei soll es bleiben. Wir jedenfalls werden hier auch weiterhin im Dialog und mit der Förderung arbeiten. Und Ihr Antrag ist eigentlich in sich zusammengefallen nach den vielen Reden, die Sie hier gehört haben. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Staatsministerin. Ich hatte Sie nicht auf die Redezeit der Fraktion hingewiesen, aber es sind auch nur 41 Sekunden überzogen. Ich hatte schon vorher die Wortmeldung des parlamentarischen Geschäftsführers der FDP-Landtagsfraktion, Jürgen Lenders. Und auf einem sauberen Podest darf er zu uns sprechen. Frau Staatsministerin Hinz, dafür, dass eine Fraktion hier im Hessischen Landtag versucht hat, eine vernünftige, sachorientierte Diskussion und Debatte zu führen, haben Sie uns hier Klamauk und sonst noch etwas vorgeworfen.
Frau Ministerin, es ist auch Ihnen gehört auch nicht, dass eine Staatsministerin sagt, dass sich dieser Antrag sozusagen in Luft aufgelöst hat. Das können dann schon noch die Ausschüsse und die Parlamentarier beschließen. Dafür brauchen wir kein Mitglied der Landesregierung. Und Frau Staatsministerin, wie Sie jetzt hier in die Debatte reingegangen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, das war wenig souverän und für eine Staatsministerin auch wirklich nicht würdig. Da könnten Sie einmal eine Fraktion auch deutlich ernster nehmen. Also eine Zwischenfrage in solch einer Debatte mal zuzulassen eines Fraktionsvorsitzenden, da sollten Sie als Staatsministerin auch irgendwie den Rückgrat zu haben. Gut, sei es drum, meine Damen und Herren, es geht am Ende darum, dass wirklich Tausende, Zehntausende von Menschen hoffen, dass wir relativ schnell Impfstoff auf den Markt bringen können, dass sie geimpft werden können, weil viele nur darin sehen, die Hoffnung, diese Krise auch einmal zu beenden. Und dass wir die Diskussion als Freie Demokraten einmal führen, wie können wir in solch einer Krise tatsächlich auch schneller dazu kommen, das sollte eigentlich jedem hier im Haus eine vernünftige Diskussion sein. Vernünftige Diskussion wert sein. Und da geht es auch nicht darum, dass wir die Krise hier nutzen, um ein Thema zu setzen, sondern, meine Damen und Herren, ich habe arg den Eindruck, das, was Ihnen überhaupt nicht gefällt, dass die Hoffnung eines Impfstoffes in dieser Krise ausgerechnet einer ist, der aus der Gentechnik kommt, meine Damen und Herren. Den Eindruck könnte man haben. Und meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt weiterhin sagen, jetzt hat die grüne Gentechnik mit weißer Gentechnik und roter Gentechnik überhaupt nichts miteinander zu tun. Da muss ich sagen, hat der Kollege ja von der SPD eigentlich jetzt hier mal den Schwenker gemacht und hat gesagt, jawohl, das hat sehr wohl was miteinander zu tun. Das ist eine neue Technik. Und ich bin Ihnen auch sehr dankbar dafür, dass er eine etwas differenzierte Sicht darüber hat. Und man kann auch zu anderen Entscheidungen kommen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber meine Damen und Herren von den Grünen, Frau Hinz, als wir in der Vergangenheit hier das diskutiert haben und wir gesagt haben, jawohl, bei der grünen Gentechnologie, dann gehen wir als Freie Demokraten durchaus den Weg mit und sagen, dann kennzeichnen wir jedes Lebensmittelprodukt, was irgendwo gentechnisch veränderte Materialien hat. Frau Kollegin, das haben Sie abgelehnt, weil Sie genau wissen, dass bei jedem Lebensmittel, was Sie hier im Regal stehen haben, draufstehen müsste, Gentechnik veränderte Inhalte sind mit drin im Lebensmittel. Das steht bei 98% der Lebensmittel dran, weil Sie es nicht mehr anders verhindern können. Meine Damen und Herren, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, wenn man Gentechnologie wirklich diskutiert. Also hören Sie mir auf, dass wir hier eine sachorientierte Diskussion führen wollten. Was Sie gemacht haben, ist eine vernünftige Diskussion in Grund und Boden treten zu wollen, meine Damen und Herren. Das haben Sie gemacht. Und der Gipfel, das muss ich dann ganz ehrlich sagen, Herr Kollege Felstenhausen, Sie haben sich am Ende beim Herrn Kollegen Dr. Naas dafür entschuldigt, dass er für diese Rede nicht bezahlt worden wäre. Es wäre schöner gewesen, wenn Sie gesagt hätten, Sie haben ihn auch null in dem Verdacht, dass er überhaupt von der Pharmaindustrie bezahlt wird. Denn das haben Sie nicht relativiert. Wenn wir uns den Protokollauszug genau angucken, meine Damen und Herren, hier einer Fraktion vorzuwerfen, dass sie von irgendeinem Industrieunternehmen bezahlt wird, quasi geschmiert wird, um hier eine Position zu vertreten, da kann ich mich nur entschieden dagegen wehren. Wenn wir auf dieses Niveau kommen, Herr Kollege Felstenhausen, dann gehen wir hier aber manchen Leuten hier echt auf den Leim. Denn das sind die Leute, die genau das hier bei der AfD uns immer genau unterstellen. Das haben wir bei der Lobbyismusdebatte geführt. Und dass Sie das heute gemacht haben, gelinde gesagt, das hat mir schon die Kinnlade nach unten fahren lassen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir die Anträge so wie ausgedruckt an WVA und an ULA überweisen? Ja, okay, wenn ihr das so fragt, lieber Jürgen Frömmrich, bei eurem Antrag steht bei uns nur WVA. Wir können das alles ändern, ist doch gar kein Problem. Ach so, Moment. Dann ist es so, Herr Präsident, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir den Sachverhalt in den ULA überweisen, mitberatend WVA, dann ist das verkehrt gelaufen. Dann machen wir es aber trotzdem so, wäre der Antrag. So machen wir es, überhaupt kein Problem.
Gut, jetzt haben die parlamentarischen Geschäftsführer uns erlöst und wollen eine Mittagspause uns gönnen. Ich frage die parlamentarischen Geschäftsführer, damit ich mir nicht wieder eine blutige Nase hole. Wenn ich jetzt sage 14.48 Uhr, kriege ich eine blutige Nase. Wenn ich 15 Uhr sage, dann überlebe ich, oder wie? Okay, 15 Uhr. Danke. Guten Appetit.